Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video für alle, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Julia und in diesem Video zeige ich euch die Produkte, die ich 2024 endlich aufbrauchen will. Ist alles dabei, vom Körperflair bis hier. Bisschen seht ihr ja Make-up und alles Mögliche, weil ich gerne versuchen möchte, in diesem Jahr noch minimalistischer zu werden. Und dafür muss ich einfach diese Dinge aufbrauchen. Es ist echt, wenn ich mir das so ansehe, viel. Aber es, ja, was sein muss, muss sein. Und vielleicht wollt ihr diese Challenge auch zusammen mit mir starten, dass wir zusammen, ihr sucht euch auch die Produkte aus, die ihr loswerden wollt, gemeinsam aufbrauchen und dann kann man ja nochmal in einem halben Jahr oder in einem Jahr ein Update machen, was man davon wirklich aufgebraucht hat, weil ich finde das immer ein bisschen schwierig, ja, wenn man eine Sache zum Beispiel nicht so gerne mag oder man zu viele Versionen von einer Sache hat, finde ich es immer ein bisschen schwierig, dass man dann ja, die Sache benutzt, die man eigentlich nicht so gerne mag, wenn man eine Wahl hat zwischen seinem Favorite-Produkt und seinem nicht so Favorite-Produkt. Aber ich werde mir die Sachen jetzt irgendwo hinstellen, wo ich sie immer sehe und mich ein bisschen zwingen, die dann zu nutzen. Genau. Ja, sonst würde ich mich freuen, falls ihr dem Video einen Daumen hoch oder Daumen runter gebt. Ist egal, ist beides dasselbe für den Algorithmus. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt. Fangen wir am besten mit Beauty Make-up an. Da habe ich diesen Trend It Up Blush. Das sind auch so viele so Trendprodukte, wo ich mich leider habe influenzen lassen. Der Blush an sich ist nicht schlecht, nur diese Farbe ist halt sehr, ja, gewöhnungsbedürftig. Ich finde, mir steht sie auch nicht wirklich. Und ich darf mir halt solche Sachen einfach nicht kaufen, weil ich kenne mich einfach, ich habe mich halt influenzen lassen, das gekauft und deshalb, ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde, den wirklich zu nutzen, weil so ein Produkt macht man ja ewig leer. Vielleicht werde ich den einfach auch verschenken oder so. Dann zwei Lippenstifte. Ich will auf jeden Fall auch weniger Lip Liner und Lippenstifte haben, weil ich eigentlich, jetzt habe ich einen Lippenstift drauf mit Lip Liner, aber eigentlich habe ich so ein leichtes Permanent-Make-up auf den Lippen. Das heißt, ich brauche theoretisch gar keinen Lip Liner oder Lippenstift unbedingt mehr. Ich habe jetzt halt noch welche auch von davor und ich will jetzt langsam versuchen, die ich auch nicht so oft benutze und nicht so gerne mag, loszuwerden. Und da sind zwei von Kiko dabei. Die sind beide eigentlich recht schön und das sind halt so Mini-Lippenstifte, aber die sind halt eigentlich von der Farbe her auch, ja, der eine geht auch gar nicht mehr so richtig raus. Die sind eigentlich ganz schön von der Farbe her. Ja, die werde ich halt versuchen, halt mehr im Alltag zu benutzen, dass die leer gehen, dass einfach alles viel zu viel ist. Und dann von, die ist eigentlich ganz gut, von Max Factor. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, genau diese Version, diese Miracle Second Skin Hybrid Foundation. Die ist sehr leicht, angenehm, würde ich sagen. Ja, ich weiß nicht, ich benutze sie halt nicht so oft, weil ich Foundation auch nicht mehr so oft benutze, muss ich ehrlich sagen. Ich mache ja wirklich diesen, wie ich oft schon gesagt habe, No-Make-Up-Make-Up-Look und ja, werde ich versuchen, leer zu machen, jetzt mal öfters zu benutzen, mich zwingen. Dann kommen wir zu Skincare. Da habe ich von Bepanthen diese Sensiderm-Creme. Die habe ich Gott sei Dank nur in 20-Gramm-Version. Die werde ich jetzt langsam leer machen. Die benutze ich für mein Gesicht, die habe ich letztens gefunden gehabt, weil ich einfach, ja, zu viele Sachen habe. Dann von No Cosmetics den 120 Hour Liquid Hydrator, den kennen wahrscheinlich alle von euch. Habe ich mich auch ein bisschen influenzen lassen, aber ganz ehrlich, ich habe halt bessere Produkte als den hier für mein Gesicht und meine Anforderungen. Aber ich will den halt jetzt noch leer machen. Da ist noch ein bisschen was drin.
Genau, und ich werde den wahrscheinlich ein bisschen zweckentfremden und nicht für meine Gesichtshaut benutzen, sondern für meine Kopfhaut. Ja. Dann habe ich hier von Balea das Niacinamide-Serum. Das möchte ich auch leer machen. Ich möchte allgemein meine Skincare-Routine und alles ein bisschen verkleinern, weil mir einfach letzte Zeit, so im letzten Jahr und so, auch aufgefallen ist, was meine Haut braucht, was sie nicht braucht. Ich habe einiges so ausprobiert und ja, deshalb ist nicht mehr diese Trendprodukte kaufen, sondern seine Haut kennt und das kaufen, was für die Haut hilft. Dann auch von Beauty of Joseon. Das Propolis Plus Niacinamide Glow Serum. Das ist eigentlich ganz gut, aber ich persönlich habe zu viele Säuren. Und da wollte ich jetzt auch anfangen, die langsam zu leeren und aufzubrauchen, weil ich brauche einfach nicht so viele Säuren. Das ja, passt halt auch nicht so zu meiner Haut und meine Haut braucht es gefühlt auch nicht so. Deswegen werde ich das jetzt auch aufbrauchen. Ich habe auch noch andere Säuren, aber das habe ich mir erstmal vorgenommen aufzubrauchen. So, dann habe ich hier von auch No die Aftershave Or Hair Removal Lotion. Die ist eigentlich ganz gut, falls ihr Probleme habt nach dem Rasieren oder so. Ich persönlich habe halt keine Probleme damit und deswegen theoretisch brauche ich sie nicht. Ich werde sie jetzt aufbrauchen. Auch man kann sie auch als Bodylotion so benutzen. Deshalb ich werde sie als Bodylotion benutzen und hoffentlich dann mit der Zeit aufbrauchen können. Ja, so. Dann von HIP das Baby Shampoo Sensitiv. Das hatte ich mir gekauft, weil meine Kopfhaut manchmal ein bisschen verrückt spielt, weil ich Neurodermitis habe. Und ja, ich habe mir jetzt aber ein komplett neues Shampoo schon gekauft, was auch für sensible Kopfhaut geeignet ist. Das heißt, mein etwas aggressiveres Shampoo und das aggressivere Shampoo ist eigentlich fast leer, deswegen habe ich es jetzt nicht hier hinzugefügt, weil das wird eh bald leer sein. Und das möchte ich halt leer machen, weil ich habe jetzt eine gute Sensitive Version für mich gefunden, die ich wirklich immer dann nutzen kann. Und ja, das möchte ich auch aufbrauchen endlich mal. Dann von Kevin Murphy dieses Schimmer-Shine-Mist. Das ist eigentlich ganz gut. Nur ich finde es ein bisschen schwer, das zu dosieren. Also ich habe halt ein Haaröl und ich habe das und das ist beides sich ähnlich, würde ich sagen. Und ich möchte auch weniger Silikon benutzen, weil für meine Haarstruktur es halt besser ist, wenn ich weniger Silikone benutze, weil ich sehr feines, leichtes Haar habe. Und wenn ich zu viele Silikone benutze, dann beschwert es meine Haare nur und ich mag das nicht. Deswegen möchte ich das aufbrauchen. Es ist auch ein bisschen, finde ich, schwer zu dosieren, wenn man alleine ist, weil man versucht, das halt von so weit weg aufzusprühen. Und eigentlich wäre es einfacher, wenn euch jemand dabei helfen würde, das auf eure Haare zu verteilen mit genug Abstand. Weil ja, ich habe manchmal sonst das Gefühl, da kann man ein bisschen zu schnell zu viel von benutzen. Und wie gesagt, ich brauche halt nicht zwei silikonartige Leave-In-Produkte. Eins reicht mir so gesagt. Dann von Wella dieses Finishing Spray. Das habe ich mir einmal andrehen lassen, weil ich die Mini-Version von meinem Lieblingshaarspray gesucht habe und irgendwie waren die überall einfach Wochen und Monate lang ausverkauft und dann dachte ich mir, ich brauche irgendein Mini-Haarspray für meine Handtasche und dann ja, habe ich halt das empfohlen bekommen. Irgendwie gefällt es mir nicht. Es ist nicht schlecht, aber mein Haarspray gefällt mir besser, was ich habe. Und ja, ich muss jetzt halt anfangen, eher dazu zu greifen, damit das irgendwann leer geht. Also hier steht auch Haarspray hinten drauf, aber hier steht halt Finishing Spray. Extra, extra stark. Für mich ist es auch eher ein Finishing Spray, kein Haarspray, muss ich sagen. Okay, dann von Balea Med dieses Ultra-Sensitive Reinigungsschaum. Oder den Reinigungsschaum eher.
Das ist ganz gut. Kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr nicht schon was anderes habt. Weil ich habe was anderes, was ich eher nutze, nämlich ein Gesichtsöl und ein Gesichtswasser habe ich jetzt gutes. Deswegen möchte ich den Schaum halt leer machen. Der ist nicht schlecht, aber es ist mir halt einfach zu viel. Ich brauche nicht so viele unterschiedliche Produkte. Dann eine Zahnpasta, und zwar diese Bionic Repair Plus Zahncreme. Ich habe die mir gekauft, weil die ohne Fluoride ist, glaube ich. Ich war mal auf so einer Phase, da hatte ich ein Buch gelesen. Ach, wie heißt das? To Heal, glaube ich. Ein Buch gelesen und da stand halt viel drin, was schädlich für uns ist und so. Und deswegen hatte ich mir damals diese Zahnpasta gekauft. Ich habe sie eigentlich auch ganz gut benutzt, aber ich will sie halt noch leer machen. Aber irgendwie bin ich wieder zu der anderen Zahnpasta gewechselt mit Fluoriden. Ich weiß nicht, irgendwie gibt es mir ein besseres Mundgefühl und auch ein saubereres Mundgefühl. Und ja, deswegen will ich nicht unbedingt mit meinen Zähnen irgendwelche Experimente machen, falls ich das auf eine lange Zeit benutze und das dann halt irgendwie doch nicht so gut für meine Zähne ist. Also müsste ich vielleicht auch erstmal die Zahnärztin fragen, ob das irgendwie doch einen Unterschied macht oder nicht, weil ja, ich lese halt viel und dann sind das auch immer viele Infos und die einen sagen so, die anderen sagen so. Ist immer schwierig. Deswegen mag ich das dann irgendwie individuell für mich so zu testen und herauszufinden. So, ich glaube, wir sind fast durch. Dann habe ich hier noch von Vagisan diese Intime Wash Lotion. Die ist auch nicht schlecht. Reicht ein Body Wash-Ding, Waschlotion für meinen ganzen Körper. Also ich brauche jetzt nicht unbedingt noch für Füße und Körper und alles unterschiedliche Sachen. Also wie ihr seht, das sind einige Produkte. Und ich wette, ich habe auch noch andere Produkte in meinem Schminktisch oder irgendwo anders noch rumliegen, die ich danach leer machen möchte. Aber ich habe mich jetzt erstmal auf diese Sachen beschränkt. Habe ich eigentlich zu dieser Lenage-Maske was gesagt? Habe ich die euch überhaupt gezeigt? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe sie gar nicht gezeigt, aber die kauft sie euch nicht. Ich habe sie mir auch gekauft, weil ich mich influencen lassen habe, aber die macht nichts mit euren Lippen. Das ist wie so ein Gefühl für mich, Vaseline mit Farbe. Aber falls ihr spröde Lippen habt oder Probleme mit euren Lippen, wird sie euch nichts bringen. Nichts. Gar nichts. Kauft euch lieber einen guten Lippenbalsam aus der Apotheke oder so. Das ist halt so, ja, wieder Trendprodukt und halt nicht passend für mich. Das ist sowas, wenn man perfekte Lippen hat, ein perfektes Lippenvolumen und nie spröde Lippen hat, nie Probleme mit Haut auf den Lippen hat, dann ist es vielleicht was für einen. Und sonst macht es halt nichts für die Lippen. Es gibt euch auch keinen Plumping-Effekt oder so, falls ihr vollere Lippen haben wollt. Es macht nichts. Einfach nur wie so eine Vaseline mit ganz leichter Farbe. That's it. Ja. Ach, das sind, wie gesagt, die Sachen. Und ich weiß nicht, wann ich ein Update-Video mache. Wahrscheinlich so, keine Ahnung, im halben Jahr macht das vielleicht Sinn. Bis dahin sollte ja einiges wahrscheinlich auch leer gehen. Und mit einigen Sachen, wie mit dem Blush und so, werde ich es halt mir überlegen, ob ich das überhaupt behalte. Weil ich nutze es halt einfach wirklich. Nee. Ja. Ein bisschen schade. Dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!